Everybody pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door! You'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah! Come on! Ah, finally! Just don't do anything! Let's go! Shut up! Shut the fuck up! Come on! Hands right your back! Oh, just come on, mister. We're giving you everything you want. Don't even think about it. I'll do it. I'll do it. Oh, God. Get in there! Na toll, wo bin ich hier bloß reingeraten? So, Alter, du stehst jetzt erstmal schön wieder auf. So, und du stehst jetzt auch mal auf. Alles schön nach hinten. So, und du kannst da hinten deine Kollegen mal ein bisschen Gesellschaft leisten. So, sehr schön. Ja, okay. So, wen rufen wir jetzt hier an? Den Mr. Zünden. Na, hoffentlich hat der heute auch eine gute Laune. Ha, ha, ha. Ja, der hat ja heute wohl sehr gute Laune. Ja, okay. So, ja, hallo zusammen und somit auch herzlich willkommen zu Let's Play Grand Theft Auto 5. Jo, wir sind jetzt hier gerade in einem Banküberfall verwickelt worden, wo wir gleich mal die Bank um ein paar tausend Dollar erleichtern werden. So, da liegt hier auch schon das ganze Geld hier auch auf dem Boden. Ist ja auch mal geil. Und da haben wir auch schon die fette Kohle. Ja, das hat sich ja hier gelohnt. Fast eine Viertelmillion Dollar. Na super. Ah, okay. Ja, und das war jetzt gerade ein schwerer Fehler von dir, mein Freund. Ja, der hat dich gesehen. Der hat deine Tarnung auflegen lassen. Und die Maske, die lässt jetzt hier liegen, oder was? Na egal, du Trottel. So, jetzt sollten wir erst mal sehen, dass wir hier irgendwie rauskommen. Okay, gehen wir erstmal wieder an Deckung, damit wir wieder Mr. Zünden anrufen können. Ja, auch die Tür ist hier Vergangenheit. Oh, fuck, you hear that? Sirens! Fuck the cops! T, hit the shutter switch! What's this? Local resistance? It ain't supposed to be down like this. 5 Sterne und jede Menge Cops hier. Ja, ganz toll. Ja, da sind ja richtig viele hier. So, meine Herren, wohl bekommst. So, und der versteckt sich da hinten irgendwie. Und da haben wir auch schon einige Fluchtwagen hier. So, ey, da kommen ja hier noch mehr. Er ist hier irgendwo ein Nest oder was? Ey, wie viele tote Polizisten hier auch schon überall rumliegen. So. Okay, jetzt kommt da noch ein Polizeiwagen. So, meine Herren, unseren Stern bitte auch. Danke sehr. So, was das jetzt? Oder kommen da noch mehr? Okay, jetzt kommen da noch 2 an. Oh, den haben wir schon am Steuer erschossen. So, sehr schön. Ah, und da ist jetzt also unser Fluchtwagen. Und sollten wir auch sehen, dass wir hier schnell wegkommen. Guy's a dick!
Ja, was für ein tragischer Unfall. Fahrt zum Hubschrauberabholpunkt. Ja, okay. Das werden wir jetzt auch machen. Ich finde es hier auch irgendwie schon echt geil gemacht hier. Mit dem ganzen Schnee hier und diesen glatten Straßen. Irgendwie wirklich schon ziemlich geil. Also jetzt höre ich da irgendwo auch eine Bahn. Da vorne ist da Polizeisperre. Und wieder 5 Sterne. Ganz toll. You guys alright? Fuck! Come on! Ditch the car, alright? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! Where the fuck's the chopper? Fuck. I'm gonna check around back. Ah! Oh, the fucking fence! Someone must have fucking talked! Alright, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here! Got a hit! Oh, Jesus! T, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be... I'm fucking gonna bleed out! Na, sehr schön. Die beiden werden hier von irgendeinem Typen niedergeschossen und ich jetzt alleine gegen die Polizei. Da sind ja auch schon wieder so viele hier. So, meine Herren, Sie sterben da hinten bitte auch. Wunderbar. Geht doch. Kommen ja hier noch mehr. Und da lässt man hier wieder einen legendären Massengrab. Not always a good husband. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified with 2 thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael was like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road.
with a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. Same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in me. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. So, und da haben wir auch schon unseren ersten Charakter, Franklin Clinton. Und wir sollen jetzt hier zwei Autos klauen. And all this shit paid for with bad credit. Eieiei. Come to daddy. Which one you want, nigga? Ja, ich kann mich hier irgendwie gerade nicht so entscheiden. Die sehen eigentlich alle beide sehr geil aus. Aber ich nehme mal den roten hier. Like that? Bobby Big Dick on a nigga, huh? Damn, this motherfucker got Robo Roof and everything, nigga. Halte Steuerkreuz nach rechts gedrückt, während das Auto nicht fährt, um das Dach eines Cabrios zu öffnen oder zu schließen. Okay. Ja, der Typ hat es hier wohl gerade sehr eilig. Drücke Kreis, um die Kamera beim Fahren auf Lama zu fokussieren. Okay. Alter, der fährt ja hier wie ein Verrückter, ey. Aber ich muss echt schon sagen, der Wagen hier, der geht ja schon ziemlich ab. Ich habe jetzt auch irgendwie den Eindruck, dass der rote Wagen hier irgendwie ein bisschen schneller ist als der weiße. Der fährt ja hier wirklich hier kreuz und quer hier überall. Okay, der fährt jetzt wieder da lang. Ich fahr jetzt einfach mal so ein bisschen hinterher. So, wo fahren wir denn jetzt lang? Okay. Ja, und schon habe ich den ersten Verkehrsunfall verursacht. Der fährt ja hier selbst hier die Leute hier rum. So.
So, das ist aber auch ziemlich eilig, der Kerl. Der fährt ja hier durch die ganzen Gassen hier überall. Ja, genau, jetzt nimmt er ja auch fast noch einen Tanklaster mit. Ist ja mal, wo hat denn der eigentlich fahren gelernt? Meine Güte, ey. Ja, jetzt fahren wir also hier irgendwie jetzt wieder querbeet durch. Ist jetzt auch egal, ob die Ampeln rot sind, auf Gegenverkehr. Ist wohl bei denen alles egal. Meine Güte. Eieieiei. Da wird jetzt hier durch die Baustelle, oder was? Okay. Ja, toll. Von einem Gegenverkehr. Das war gerade ein Motorradfahrer. Das ist super, jetzt hier auch noch durch die Parkhäuser. Jetzt fahren wir hier auch noch lang. Na, ganz toll. Jetzt hier schon wieder durch ein Parkhaus, oder was? Ja, super. So, mein Freund. What you going slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Ja, na, besten Dank auch. Die Cops kommen und der lässt mich hier mit denen alleine zurück. Na, vielen Dank. Jetzt auch noch zwei Fallungssterne wieder. Jetzt kann ich echt erstmal sehen, dass ich die Cops hier irgendwie wieder abschütteln kann. Ja, ganz toll. Ja, okay. Da muss ich erstmal sehen, dass sie mich hier nicht versehen können. Eieieiei. Ich glaube, das könnte jetzt sogar ein bisschen funktionieren hier. Ist hier irgendwo jetzt auch eine Gasse oder sowas, wo man abziehen kann. Ja, toll, jetzt haben die mich doch wieder gesehen. Setze ich einfach gleich hier am besten mal die Fähigkeit ein, um hier mal ein bisschen schneller wegzukommen. Eieieiei, da geht aber auch gerne hier richtig schnell ab, der Wagen damit. Mal richtig geil. Und dann ja auch sehr schön um die Kurven damit rum. Richtig geil. Uiuiuiui. Ja. Das war der Wagen natürlich so schnell, dass ich den jetzt hier gar nicht mehr richtig abbremsen konnte. Jetzt überfahre ich hier auch noch einen Passant. Ja, super. Jetzt hört man die auch irgendwie hier nicht so ganz mehr los, die Cops offensichtlich. So. Aber jetzt sehen sie mich erstmal nicht mehr. Ich hoffe mal, das bleibt jetzt auch so. Ja, toll. Haben die mich da schon wieder irgendwie gesehen? Das gibt's doch alles nicht. Vielleicht hier einfach mal hier in die Gasse rein. Schön. Haben die mich schon wieder gesehen? Wo soll man dann hier jetzt irgendwo hinfahren? Hier ist ja weit und breit nichts, wo man sich jetzt, ich glaube, nicht verstecken könnte. Ohne dass die einen wieder sehen. Jetzt einfach mal hier gerade runter. So, ich glaube, jetzt müsste es klappen. Ja, auch wenn das weiter so geht, ist der Wagen weit hinüber. Jetzt kommt er von da wieder an. Kann ich jetzt also theoretisch jetzt hier wieder hochfahren. Heieieiei. Weil der ganze Wagen hier ist Schrott. Fahre ich einfach mal hier hoch. So. Na, geht doch. Bring das Auto zurück zum Autohaus. Okay. Ich hoffe jetzt auch nur, dass das Auto jetzt hier nicht ganz so beschädigt ist. Ich will nur aufpassen, dass ich hier nicht noch mehr Unfälle baue. So.
ganz schöner Verkehr hier überall. Okay, das war jetzt hier gerade wohl ein bisschen zu weit. Da denke ich mal, jetzt hier würde ich hier auch hier irgendwo rumfahren. Ja, fahren wir einfach hier lang. So. Ja, es ist ja so ein dichter Verkehr hier überall. Meine Güte. Und schon wieder ein kleiner Unfall. Ich glaube, wenn das jetzt weiter so geht, wird der den Wagen wahrscheinlich nicht mehr brauchen. So. Aber das war jetzt wohl ein Stück zu weit. Na, endlich. Dies ist Simons Autohaus. Franklin kann sich hier neue Missionen abholen. Okay. I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, bull? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real to me and he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon. I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. Ja, so zieht man die Leute auch über den Tisch. Ja, der Wagen sieht ja gar nicht mal so schlimm aus. Er hat nur etwas vorne ziemlich eingepeult. Jeder spielbare Charakter hat sein einiges einzigartiges Fahrzeug. Okay. Ja gut, ist jetzt hier nicht gerade ein Cabrio, was mir jetzt lieber gewesen wäre. Aber okay. Gib dich zu Franklins Haus. Jo, das machen wir dann nochmal. Obwohl der Wagen hier eigentlich auch nicht so schlecht ist. Okay. Ja, geht irgendwie echt schon, eigentlich schon ganz gut ab, der Wagen. So, und da sind wir auch schon. Speichere Fahrzeuge, in denen du sie in die Garage parkst. Okay. What's up, can a low come up in your crib? Man, fuck you, I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me, cause I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Friseursalons sind nur noch verfügbar bei Besucher einem Friseur, um hier eine neue Frisur verpassen zu lassen. Oh, he here. We living on top of each other and it ain't right. Shoo! Get on out of here! Nutze dich auf die Couch, um fernzusehen oder andere Aktivitäten auszuprobieren. Okay. Wenn du im Bett stehst, wird der Spielstand gespeichert und es vergehen einige Zeit. Ja gut. Deine Kleidung kannst du beim Kleiderschrank wechseln. Okay. $250. Und bestanden. Oh, das sah ja richtig gut aus, sogar auf Gold. Ja, das war ja mal keine schlechte Leistung hier. Wunderbar. So. Ach, was haben wir denn hier sogar? Jetzt könnte man hier sogar den DJ spielen. Hier, ein wunderschöner Plattenspieler. Der mal richtig geil. So, ja, gut. Ja, Leute, das war's. Ich bedanke mich fürs Einschalten.
für Likes und Kommentare und würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.